Ja, hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Condor-Woche. Ich habe wieder eine ganze Kiste Condor-Messer vom guten Lasse, vom Waldlaufer-Shop ausgeliehen bekommen und habe natürlich jetzt die super Gelegenheit, hier wieder ein paar Modelle anzuschauen. Hier sogar mit so einem coolen Condor-Messerständer. Ne? Ich lege das jetzt mal mit der Schneide nach oben, ne, weil das so Metall ist. Ne. Gut, man kann es vielleicht auch so hinlegen. Ne. Ist eigentlich, glaube ich, eher für Taschenmesser oder so. Ne. Weil das ist ja schon ein kleines Condor. Ja, cooles Teil. Ne. Ja, und was schauen wir heute als erstes an? Wir schauen uns an das Woodlaw Knife. Ein sehr einfaches, einfach gehaltenes Messer mit einem sehr geradlinigen Design. Wir sehen hier schon, Griffmaterial kommt hier dieses Mikada zum Einsatz und das gefällt mir richtig gut. Ein ganz grobes, rustikal wirkendes, aber natürlich auch schön griffiges Material. Das ist nochmal so mit Sandpapier behandelt worden. Das ist so richtig aufgeraut und die oberste Hartschicht ist eigentlich runter. Hier kommt schon regelrecht das Gewebe raus und das sorgt natürlich für einen guten Halt auch mit nassen Händen. Ne? Die Pins hier und die Buchse sind aber sauber runterpoliert. Auch die Übergänge zwischen Klinge und den Griffschalen ist nicht spürbar. Die Verarbeitung ist wirklich gut. Aber ist natürlich ein rustikales Arbeitsmesser. Ist jetzt nichts Schönes für die Vitrine eigentlich, sondern das nimmst du mit raus. Ne? Das kannst du wunderbar verwenden. Ein paar Nahaufnahmen, dass man mal dieses Griffmaterial sieht. Dieses Mikada, Leinmikada ist was Feines. Vor allem, wenn es noch so richtig aufgeraut ist. Wie schon gesagt, sehr geradliniges Design. Die Klinge fällt hier so ab der Hälfte leicht ab. In so eine ganz leichte Clip-Point, aber man muss schon hinsehen, gucken, dass man es überhaupt sieht. Ne? Dann haben wir hier vorne so im unteren Drittel einen Flachschliff. Er hat eine winzige, naja, man kann es meinen, eine winzige sekundäre Schneidphase. So eine Mischung, ne? So ein bisschen Scandi, aber dann doch noch mal unten, ne? Kennst du kaum, vielleicht auf einem Viertelmillimeter sieht es fast aus, wie wenn es hier noch mal einmal entweder drüber poliert, abgezogen worden wäre. Aber wie auch immer, das Ding ist höllisch scharf, kommen eigentlich alle Messer vom Condor. Keine Schleifkerbe, geht hier bis zum Schluss, gefällt mir ganz gut, so Fingerjoints oder irgend sowas oder gigantisch große Schleifkerben. Ist immer bloß wieder ein Verlust an Schneidlänge oder das Messer wird unnötig lang. Hier haben wir eigentlich noch eine recht kompakte Klinge mit 4 Inch, also etwas über 4 cm. 3 mm stark, wie bei den meisten Messern von Condor, kommt auch hier der 1075er. Carbonstahl zum Einsatz, der ist also nicht rostfrei. Hier oben liegt die Klinge blank. Auch natürlich hier die Schneide. Hier haben wir so ein bisschen Beschichtung, Lackierung drüber. Aber ab und zu mal mit dem Ballistoltuch drüber. Dann ist das nicht so dramatisch. Ne? Der Spine hier oben dürfte reichen zum einen Feuerstahl abziehen. Wir haben hier hinten noch ein überstehendes kleines Schlagstück. Finde ich eigentlich ganz gut. Dass nicht der Griff das unterste ist, sondern noch ein bisschen Metall. Damit kann man mal was brechen, knacken, aufschlagen. Ist ganz gut. Sonst hat es eigentlich nichts weiter. Keine Fingerrillen, kein Chimping, keine hier Zeigefingermulde oder einen Schutz. Da muss man natürlich aufpassen. Ne? Wenn man mit der Klinge nach vorne im Holz arbeitet, dass man da nicht auf die Schneide rutscht, weil hier ist kein Schutz. Ne? Also sag ich mal, vielleicht ein Outdoor-Messer nicht gerade für Anfänger. Da man hier schon ein bisschen aufpassen muss, aber ich sag mal so, der gute Griff hier sorgt eigentlich schon für einen sicheren Halt. Und bei normalen Schneidbewegungen auch ja nicht so dramatisch, dass man auf die Klinge rutscht. Ne? Mit dabei kommt diese Condor-typische schwere Ausführung einer Sattelleder-Steckscheide. Das ist wirklich dicke Material. Nichts Besonderes, aber gut verarbeitet und das Messer sitzt bombenfest. Da kann nichts rausfallen. Sieht sogar richtig gut hier, das raue Mikada im Leder drin. Schön wäre noch gewesen, hätte man die Nähte innen abgeklebt. Da muss man immer ein bisschen aufpassen oder man bebt sich am besten gleich selber hier hinten einmal eine Lage Panzertape rein.
So ein bisschen gefriemelt, bis man sowas reinkriegt. Aber schützt auf Dauer die Nähte. So, Klinge haben wir schon gesagt. Ist eine 4-Inch-Klinge, also so 10,5 cm knapp. Und Gewicht bringt dieses kleine Messerchen auf die Waage 146 Gramm. Das entspricht genau 5,2 Unzen. Zu kaufen gibt es das Messer natürlich auch beim Lasse im waldlaufershop.de. Ich werde den Link mal drunter hängen. Kostenpunkt für das Woodlaw Knife ist 80 Euro. Hier haben wir noch eingeprägt in der Klinge hier wie immer eine El Salvador. Und auf der anderen Seite Condor. Also wer auf der Suche nach einem ganz schlichten, ganz einfachen Arbeitsmesser ist, ohne Schnickschnack, aber gut zu reinigen, ne? Keine Rillen oder sonst irgendwas. Ne? Das einzige ist Lanyard Hole, das ist aber so groß. Da kannst du prima mit Wattestäbchen arbeiten oder da kannst du ein Paracord durchziehen. Zwei sogar, so groß ist es. Also ein Messer, das sich sehr gut reinigen lässt. Ne? Und hat wirklich einen sehr, sehr angenehmen Griff. Das muss ich wirklich sagen. Der ist wirklich sauber abgerundet. Das finde ich als so blöd, wenn sie als Griffschalen drauf machen und hier Kanten drin lassen. Ne? Ist natürlich einfacher, so ein Teil sich ausfräsen zu lassen mit Kante eckig. Das ist natürlich immer noch ein bisschen Handarbeit, das nachher schön sauber hier anzupassen. Aber es ist natürlich, wenn man hier von hinten so auf den Querschnitt guckt, ist natürlich schon fein gerundet und liegt natürlich sehr angenehm in der Hand. Ne? Da hast du nicht mal irgendwelche Hotspots, weil dieser Griff wirklich super in der Hand liegt. Für Outdoor manchem vielleicht zu klein oder zu leicht, aber 10 cm Klinge für die normalen Schneidaufgaben. Sehr schönes Teil. Gefällt mir richtig gut. Ich bin jetzt nicht so der Fan der Riesenklopper. Also ich ziehe eigentlich auch lieber so ein 4, 5 Inch lange Klinge. Sind ganz okay. Ja. Mal das erste Modell aus einer neuen, aus einer weiteren Condor-Woche mit Messervorstellungen. Was natürlich immer super cool ist, mal einen ganzen Stapel auf einmal von neuen Modellen anschauen zu können. Ne? Und hier hat man hier das kleine Woodlaw Knife mit einer 4-Inch-Klinge in einer ganz einfachen, schlichten, aber naja, schlichte Eleganz. Schönes Arbeitsmesser. Gibt es glaube ich auch noch mit Holzgriff, wobei ich hier wirklich sagen muss, da ziehe ich echt diese Mikada-Ausführung vor, weil an diese Griffigkeit kriegst du mit einem Holzgriff nicht, weil den machen sie doch dann doch eher glatt oder lackieren ihn vielleicht noch wegen Wasserschutz oder so, aber das ist, Mikada ist da schon ein ganz feines Material. Okay, wie gesagt, danke fürs Reinzeppen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns natürlich dann bald im nächsten Teil dieser kleinen Condor-Serie. Okay, Leute, danke fürs Reinzeppen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, bye, macht's gut.